Ja, servus Leute. Ich habe aktuell den Hyundai Ioniq 6 zum Testen bei mir und ich möchte jetzt auch mal schauen, wie die Parkassistenten so funktionieren. Wir gucken uns also an, wie parkt er ein, wenn ich im Auto sitze und wie parkt er ein, wenn ich von außen per Schlüssel das Ganze starte. Auf geht's. Okay, dann probieren wir den Assistenten mal aus. Ich aktiviere den. Lange gedrückt halten. Jetzt ist er aktiv. Jetzt hat er schon eine erkannt, die wollen wir aber nicht. Wir nehmen die nächste. Sehen, ob er die erkennt. Jawohl, die hat er erkannt. So, und jetzt probieren wir das mal. Wir drücken also hier auf diesen Knopf. Wir machen es erstmal von innen. Nehmen Sie die Hände vom Lenker und dann halten Sie die Parkansicht-Taste gedrückt. Nehmen Sie den Fuß vom Gas und jetzt parkt das Auto selbsttätig ein. Sollte es zumindest. Das sieht gut aus. Er hat den Parkspot erkannt. Ich bin hier auf jeden Fall mal bremsbereit. Er zeigt mir das hier auch gut an. Er fährt echt dicht dran. So, jetzt lenkt er wieder ein. Fährt vorwärts, kommt ein anderes Auto. Mal sehen, ob das ein Problem ist. Ja, da hat er kurz angehalten. So, es geht weiter. Dauert natürlich schon länger, als wenn man das selbst macht. Der fährt dicht dran, mein lieber Scholli. Aber er macht's. Er macht's, es funktioniert. Er scheint auch schön in die Parklücke reinzufahren. Jetzt fährt er nochmal rückwärts. Warum das? Okay, Parken erfolgreich abgeschlossen. Ich würde jetzt noch ein Stück vorfahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Test bestanden. Hyundai Ioniq 6, trotz der großen Länge, wenn die Parklücke ausreichend groß ist, parkt er gut ein. So, jetzt haben wir auch das Ausparken aktiviert. Das heißt, wir parken aus. So. Das macht er auch automatisch. Jawohl. Von hinten kommt jetzt aber ein Auto. Das behindern wir jetzt. Ah, der parkt ein, Gott sei Dank. Also, er parkt auch von alleine aus. Das war schon. Und dann können wir uns auf den Weg machen. Funktioniert also einwandfrei, der Parkassistent. Jetzt probieren wir auch nochmal den autonomen Parkassistent aus. Das ist also die nächste Aufgabe. So, und jetzt probieren wir den Assistenten aus. Da habe ich den Schlüssel. Also, wir halten gedrückt. So, jetzt sucht er. Wunderbar. Die Lücke sollte er kennen und auch als ausreichend ansehen. Sehen, ob was kommt. Jawohl, es kommt was. Ich wähle aus, nehme den Schlüssel, schalten Sie P-Stellung, steigen Sie den Schlüssel aus und schließen Sie die Türen, halten Sie den Parkknopf auf der Smart Key-Taste gedrückt. Auf geht's. Ich nehme mich mal mit. Wir halten den Knopf, ob sich was tut. Die Bremse löst sich und das Auto fängt an einzuparken. Mal kurz wegbleiben. So. Mal sehen, ob er jetzt automatisch einparkt. Es tut sich auf jeden Fall was. Ihr seht das hier. Oh, er parkt sehr eng ein, aber auf den ersten Blick scheint es erstmal zu funktionieren. Er schlägt wieder ein. Dauert aber sehr lange. Ich muss hier schon die Autos aufhalten. Die werden auch schon ein bisschen ungeduldig. So, okay, kommen Sie ruhig. So, jetzt kommt von vorne ein Tesla. Mal kurz warten, sehen, ob er weitermacht. Also es tut sich im Moment nichts. Danke. Also es dauert doch recht lange und jetzt tut sich auch nichts mehr. Ich weiß ja, ob er abgebrochen hat. Jetzt fährt er noch ein Stück rückwärts. Also die Autos machen es ihm hier schwer, aber so ist ja der städtische Verkehr auf jeden Fall. Jetzt fährt er wieder vorwärts. Hei, das dauert in dem Fall echt lange.
Wie gesagt, die anderen Autos werden stören. Das ist jetzt in Echtzeit. Aber ich lasse den Vorgang jetzt mal komplett zu Ende gehen. So, jetzt fährt er wieder ein Stück vor. Und jetzt scheint er den Parkvorgang abgeschlossen zu haben. Und jetzt gucken wir mal, wie er eingeparkt hat. Also, wenn Verkehr ist, wird es schon ein bisschen schwierig. Und er hat auch einen recht großen Abstand jetzt zum Bürgersteig gehalten. Also man kann festhalten, es funktioniert. Aber der Prozess zieht sich doch ganz schön lange hin. Da muss man ganz ehrlich sein. Ich denke mal, da hätte ich besser eingeparkt. Wenn man auch jetzt hier die Linien sieht. Ja, seht ihr das? Steht also nicht perfekt, aber geht schon. Man kann ihn so stehen lassen. Ja, da habt ihr das Ganze jetzt mal gesehen. Der Parkassistent an sich funktioniert gut. Er funktioniert ordentlich, parkt ordentlich ein. Das von draußen fernbedienen ist ein bisschen schwierig. Es dauert recht lange. Dann hat er ein bisschen Probleme, wenn Verkehr ist, wenn also Autos vorbeifahren. Ja, bisschen schwierig. Also ziehe ich es immer noch vor, selbst einzuparken. Für Parklücken, wenn man Zeit hat zum Einparken, mag das eine Option sein. Ich persönlich ziehe es aber vor, selbst zu fahren. Gut, das war es dann auf jeden Fall mit den Parkassistenten vom Hyundai IONIQ 6. Ihr könnt ja noch mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr von den Assistenten haltet. Ansonsten soll es das für das Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer gerne unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und Abos wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video.